Hat sich Barfett erstmal angesammelt, dann lädt eine junge Frau auf jeden Fall Probleme für sich ein. Aber wenn du nur trainierst und Muskeln aufbaust, du siehst fit aus. Das ist nicht gut. Es gibt bestimmte Asanas und Prozesse. Wenn sie dies tun, kann die grundlegende Körperchemie in dir auf eine solche Ebene des Gleichgewichts gebracht werden. Und das ist die Lösung für die zukünftigen Generationen. Namaskaram, Sadhguru. Was können junge Frauen tun, um ihre Gesundheit sicherzustellen und in Zukunft erhebliche gesundheitliche Probleme zu vermeiden? In der heutigen Welt, in der Art, wie die Gesellschaft strukturiert ist, in der Art, wie sich viele Aspekte des Lebens gestaltet haben, müssen sich Frauen viel mehr um ihre Gesundheit kümmern als Männer. Einfach, weil die Natur in einer Frau ein sehr ausgeklügeltes Fortpflanzungssystem investiert hat. Wir wurden alle aus dem Mutterleib einer Frau geboren, also gab es im Inneren ein ausgeklügeltes System. Normalerweise, wenn du zurückblickst, fingen sie an, ihr Reproduktionssystem im Alter von 15, 16 Jahren zu verwenden. Davon wurde wahrscheinlich ihr gesamtes Leben hindurch Gebrauch gemacht. Zumindest während ihrer Fortpflanzungszeit wurde davon in gewisser Weise Gebrauch gemacht. Wenn eine Frau in ihrem Leben 6, 7 oder 8 Kinder hatte, war das höchstwahrscheinlich über die ganze Zeit verteilt. Die Reproduktionsorgane wurden also auf eine bestimmte Weise genutzt. Deshalb hatte sie nicht diese Probleme, wie man sie heute hat. Ein weiterer Grund ist, dass natürlich sowohl Männer als auch Frauen körperlich hart gearbeitet haben. Körperliche Arbeit. Aufgrund der körperlichen Arbeit gab es nie Fett um den Bauch herum. Wenn ein Mädchen in jungen Jahren Bauchfett ansetzt, dann ist das gewollt. Da gibt es einfach keine zwei Möglichkeiten. Sie möchte es einfach und es wird kommen. Wie früh oder wie spät hängt von verschiedenen genetischen und anderen Aspekten des Lebens ab, aber hat sich Bauchfett erst einmal angesammelt, lädt eine junge Frau auf jeden Fall Probleme für sich ein. Sie werden kommen. Nicht genügend Aktivität, körperliche Aktivität meine ich. Sie mögen im Büro arbeiten, das bedeutet nichts. Denn das ist nicht körperlich genug. Wenn du auf einem Acker arbeitest, wäre das anders. Ich denke, dass die Probleme, die du ansprichst, vor allem bei Frauen in Städten auftreten. Einfach, weil ihre körperliche Aktivität, selbst wenn sie trainieren, es ist nur eine halbe Stunde, eine Stunde am Morgen, den Rest der Zeit sitzen, sitzen, sitzen. Aus diesem Grund gibt es nicht genügend Aktivität in dieser Region. Das ist ein Grund. Eine andere Sache ist, dass vom Reproduktionsprozess nicht Gebrauch gemacht wird. Das ist ein weiterer Grund. Wenn du also deinen Reproduktionsprozess nicht nutzt, das heißt, wenn du kein Kind bekommst, bevor du 21 Jahre alt bist, ist es sehr, sehr wichtig, dass du harter Yoga machst. Wenn du Sport treibst, wenn du läufst, wenn du dies und das tust, laufen bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn du nur trainierst und Muskeln aufbaust und du fit aussiehst, ist das nicht gut. Du musst intensives Hatha-Yoga machen. Wenn ein Mädchen mit 12 Jahren anfängt, Hatha-Yoga zu üben, wird es all jene Probleme durchlaufen, die die meisten Menschen für ein großes Problem halten und viele Kämpfe für jede Entwicklungsstufe in sich selbst durchlaufen. Sie werden da mühelos durchgehen. Das muss also kommen, dass, wenn die reproduktive Gesundheit einer Frau aufrechterhalten werden soll, ohne sich fortzupflanzen, es sehr wichtig ist, dass bestimmte Dinge getan werden. Und dieser Teil von dem, was man tut, sollte sich weitgehend auf den Brustbereich konzentrieren oder der Bauchbereich muss auf bestimmte Weise trainiert werden. Es gibt kein System, das es so trainiert wie Hatha-Yoga. Die Systeme des Hatha-Yoga werden es trainieren. Und es gibt spezifische Asanas und Prozesse, die gelehrt werden können. Wenn Sie dies tut, brauchen Sie nicht all das medizinische Zeug durchlaufen, deren Zahl bedauerlicherweise in großem Maße steigt. Eine weitere Dimension davon ist auch, dass viele junge Frauen in den Städten heutzutage sehr beunruhigt sind über das eine oder andere. Früher haben dich nur deine Familie, deine Kinder, deinen Mann oder deine nahen Freunde gestört.
Jetzt hast du Freundschaften auf der ganzen Welt. Und so ziemlich jeder kann dich jederzeit verrückt machen. Es reicht also schon eine Nachricht, damit du dir die nächsten 3 Tage Gedanken darüber machst. Aus welchen Gründen auch immer, ich will es nicht auf eine Sache schieben, ist es zu einer Norm geworden, dass jeder gestresst sein muss. Auch dies kann also sehr einfach gehandhabt werden. Die grundlegende Körperchemie kann auf eine solche Ebene des Gleichgewichts in dir gebracht werden, wenn du die richtige Art von Yoga machst. Und das ist die Lösung für die zukünftigen Generationen. Andernfalls wird das zunehmen, denn ich glaube, dass heutzutage die Frauen auf dem Land, in den Stämmen und alle anderen zusammengenommen, das durchschnittliche Gebäralter, ich glaube, auf in etwa 22 Jahre angestiegen ist. Aber ich nehme an, dass es in den nächsten 25 Jahren höchstwahrscheinlich auf 35 ansteigen wird, und das ist eine sehr gute Sache. Wenn es also auf 35 ansteigt, wird sich die Zahl dieser Art von Problemen, die junge Frauen haben, vervielfachen, wenn sie sich nicht um sich kümmern. Bei der Selbstfürsorge geht es nicht um Medizin, nicht um Ärzte. Du musst mit yogischen Prozessen beginnen, damit der Körper ein gewisses Gleichgewicht herstellt. Ein chemisches Gleichgewicht im System, ein hormonelles Gleichgewicht im System. All diese Drüsensekrete laufen gut, in ausgewogener Weise ab. Wenn dies geschieht, werden sie nicht in diesen Modus von unnötigen Krankheiten gehen. Nun, ein gewisser Prozentsatz der Menschen wird immer eine körperliche Krankheit haben. Das ist eine andere Sache. Aber im Moment gibt es einen unnatürlich hohen Prozentsatz. Die Gesellschaft erreicht ein unnatürlich hohes Krankheitsniveau. Das muss also gesenkt werden. Das ist sehr wichtig.